Gerade haben wir noch Weihnachten gefeiert. Wir sehen den kleinen Jesus in der Krippe. Da hören wir jetzt im Evangelium vom Sonntag plötzlich, Jesus ist 30 Jahre alt. Er kommt an den Jordan zu Johannes und lässt sich taufen. Die Taufe verbindet mich mit Jesus, denn auch ich bin getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich finde, das ist ein guter Grund, dass wir jetzt am Beginn dieses neuen Jahres auch uns mal fragen, was bedeutet mir eigentlich das, dass ich getauft bin? Was spielt das in meinem Leben für eine Rolle, dass ich so eng verbunden bin mit Jesus Christus? Vielleicht ist das in unserem Leben ja sogar ein bisschen so wie hier in St. Hubertus in Itter. Hier hinten in dieser Turmkapelle stand bis vor kurzem das Taufbecken, ganz am Rand, wo es keinen Platz wegnimmt und niemand groß stört. Die Taufe aber muss stören. Wir dürfen sie als Christen nicht einfach in irgendeine Ecke stellen. Ja, sie muss uns als Christen im Grunde genommen immer wieder im Weg stehen, dass wir regelrecht über sie stolpern und nicht an ihr vorbeikommen. Und darum haben wir in unserer Kirche das Taufbecken jetzt umgestellt. Hier vom Rand hin in die Mitte. Genauer gesagt hier in den Eingangsbereich unserer Kirche. Um klarzumachen, wer die Kirche betritt, kommt an der Taufe nicht vorbei. Ein wichtiges Zeichen. Und ich danke allen, die dabei geholfen haben, dass wir unser Taufbecken hier so in die Mitte holen konnten. Bei dem Zeichen alleine aber darf es nicht bleiben. Was bedeutet uns als Gemeinde und mir persönlich, dass wir getauft sind? Ich lade Sie zu Beginn des neuen Jahres ein. Holen wir unser Christsein aus der Ecke heraus, mitten hinein in unser Leben. Es lohnt sich, denn bei der Taufe hat Gott uns ganz persönlich versprochen, egal was kommt, ich bin bei dir, denn ich will, dass du das Leben hast, das volle hier und das ewige dort oben.